Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, Ottos Sportoutlet Oftringen, Möbelberger Oftringen und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Grüezi miteinander im Newsroom vom Zawigen Tagblatt zu 100 Sekunden Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Der Arbiger Gemeinderat Freddy Nater und sein Lebenspartner Werner Steiger äußern sich im grossen Interview mit dem Zawigen Tagblatt zur Vorlage «Ehe für alle». Sie sagen, wie sie zur Vorlage stehen, reden aber auch über ihr Coming-out und die Schwierigkeiten, die ihnen dabei begegnet sind. Corona hat auf das Kölliker Alterszentrum nachhaltige Auswirkungen. Im Alterszentrum Sonnmatte sind nur 72% der Betten belegt. Das belastet die Bilanz und die Liquidität. Jetzt handeln die Verantwortlichen. Die Bettenzahl reduziert sich um ein Drittel und total 10 bis 12 Vollzeitstellen werden abgebaut. Ein Teil von Wicke profitiert bereits vom topmodernen Glasfasernetz. Jetzt plant Swisscom einen weiteren Ausbau. Auch der nördliche Teil der Gemeinde, wie das Gebiet Adelboden, kommen damit bis im Herbst 2022 in Genuss von dieser Innovation, die ultraschnelle Datenübertragungen ermöglicht. Der Vorteil von Glasfaser ist, dass keine neuen Mobilfunkantennen nötig sind. Das Netz baut zwar Swisscom, doch Wingo, M-Budget und Sunrise bieten ihre Produkte ebenfalls darauf an. Weniger Athleten, weniger Publikum, eine kleinere Expo rund um die Arena, ein beschränktes Rahmenprogramm. Der Powerman kommt an diesem Wochenende Corona-bedingt anders daher als gewohnt. Die Euphorie beim OK-Präsident Stefan Ruf ist allen Umständen trotz dem gross. Wir freuen sich einfach, dass es losgeht, sagt er im Interview mit dem Zofiger Tagblatt. Mehr zum Powerman und weitere News aus der Region geht es in der gedruckten Ausgabe vom CC und auf zofigertagblatt.ch. Ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Möbelberger, der Inneneinrichtungsspezialist in Oftringen für Möbel, Bettwaren und Vorhänge. Ottos mit dem Sportoutlet in Oftringen, grosse Marke zum kleinen Preis. Und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch.